Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ja, da hinten geht's derzeit erstmal nicht weiter. Also versuchen wir es doch mal in die andere Richtung. Ja, jetzt. Check! Ja, gut. Hier sah es doch schon etwas besser aus, denn in die andere Richtung brauchen wir drei Teammitglieder. Also wir müssen zu dritt sein. Wir sind aber nur zu zweit. Was könnte das wohl für uns bedeuten? Eventuell. Erstmal, dass wir in der Doomset Architektur sind. Oh ja, wir sind im Herzen ihrer Basis. Und die Basis sieht nicht unbedingt sehr verlockend aus. Was ist das da? Nichts. Was ist das? Nehmen wir doch mal. Gut gemacht, Jade. Ja, nur was es ist, kann mir keiner erklären. Aber ich weiß noch, was es ist. Denn hier können wir das reinlegen. Und damit haben wir jetzt noch nichts erreicht. Aber wir können das hier bewegen. Jep. Jep. Perfekt. Ende. Und wenn wir das bewegt haben, können wir das hier bewegen. Und damit haben wir das nächste Tor geöffnet. Ja, wir sind hier bei Prince of Persia angekommen. Wobei ich finde ja, dass diese Rätsel viel zu wenig vorkommen in Prince of Persia. Also meine persönliche Meinung. Da hinten brauchen wir nochmal einen Spiegel, den haben wir aber derzeit nicht. Und hier gibt es mehrere Spiegel. Aber trotz alledem fehlt mir noch ein Spiegel. Deswegen gehen wir erstmal ins Kloster, ein bisschen beten. Vielleicht schenkt uns ja der liebe Gott dann noch einen Spiegel. Weil wir Glück haben, man weiß ja nie. Es ist viel zurück hier. Niemand beobachtet uns. Ja, denkst du einfach, wir dürfen einfach so hier rumlaufen? Ja, das Gefühl habe ich auch. Sie sind überall. Sie warten nur auf uns. Oh mein Gott. PG. Tja. Paige, Paige, hörst du mich? Ich bin es, Jade. Ja, ich bin ein Jadekristall. Das sind die gleichen Türen wie im Kloster. Wir müssen einen Lichtstrahl in diese Richtung leiten. Ja, genau, wir müssen einen Lichtstrahl hinleiten und, Tja. Nun, wo nimmt man den Lichtstrahl her? Natürlich von da hinten. Also bin ich durchs Paddel mal wieder an irgendeinem Spiegel vorbeigelaufen. Naja, kann passieren. Auf dem Weg wieder zurück. Und holen unseren Paige raus. Ja, wir wollen Paige wieder haben. Das dicke Schweinchen. Und man beachte einfach nur die Umgebung. Ich finde sie einfach genial. Also sie haben sich wirklich bis zum letzten Detail Mühe gegeben. Zumindest meiner Meinung nach. So, hier haben wir den Lichtstrahl hingesendet. Gibt es dann eventuell hier noch einen Lichtstrahl? Oh ja. Da hinten. Werde ich doch erstmal versuchen, dort hinten den Lichtstrahl hinzusenden, oder? Das sieht doch so aus, als könnte uns das irgendwie helfen. So, dann ist jetzt der rechte Weg wieder versperrt, aber der linke Weg ist frei. Und da sieht man auch schon, da ist nochmal ein Spiegel drin. Ah, oh, der fehlende Spiegel. Der fehlende Spiegel. Wir haben es bald geschafft, Leute. Bald, 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 bald. Seit wie vielen Folgen sage ich jetzt eigentlich schon, dass wir es bald geschafft haben? Es sind doch bestimmt schon 5 oder 10 Folgen, wo ich jetzt sage, dass wir es bald geschafft haben. Aber ich lüge ja auch nicht. Wir haben es ja wirklich bald geschafft. Ist das schon offen? Nee. Jetzt aber. Ja. So, ich spiele die einsetzen. Und ich bin ja immer noch geldgeil. Ups. Na komm, dreh. Nein, nicht da hinten hin strahlen, sondern. Nein, auch nicht zurückstrahlen, sondern. Ganz genau dahin will ich strahlen. Ich will nämlich erstmal hier den Kristall mitnehmen. Gib nochmal ein bisschen Kleingeld. Kleingeld kann man nie genug haben. Na, alles meins, alles meins, alles meins. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Her damit. Alles meins, habe ich gesagt. So, wir haben nämlich nicht mehr allzu viele Credits. Wir waren ja nochmal groß einkaufen.
Und außerdem macht sich das am Ende besser, wenn ich dann sagen kann, ich habe fast 500 Credits noch zum Schluss gehabt. So. Hier rüber muss der Strichstrahl und dann können wir da mal gucken, wie wir das da hinten regeln. Tropf, 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 tropf. Da werden wir doch hier wohl mal ein bisschen schießen dürfen. Und damit die Spiegel ausrichten. Nein, noch nicht. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Na, das sieht doch gut aus, oder? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur irgendwie geht der Lichtstrahl nicht weiter, oder? Nein, der Lichtstrahl geht nicht weiter. Habe ich jetzt eventuell einen Gedankenfehler drin? Ich glaube schon. Drehen wir dich einfach mal weiter. Er scheint ja sinnvoll zu sein, ne? Wir langer gerader Gang und ja, wir versuchen den von der Seite anzustrahlen. Mhm. Sehr durchdacht, die ganze Sache von mir. Man musste jetzt nochmal einen Schluck trinken. Denn ich habe jetzt dann das gesamte Spiel in einem Abend dann noch aufgenommen. Wenn wir das hier gleich mal geschafft haben sollten, irgendwann einmal. So, jetzt dürfen wir hier drehen. Und was müssen wir natürlich erreichen? Bingo! Wir dürfen das hier so zurechtdrehen, dass alles hier bestrahlt wird. Nach innen gehend natürlich dann. Gleich. Zack, zack, zack. Und damit haben wir... Ey, lass mich hier durch. Ach. Ja, mein Lieblingsrätsel. Ich kann mich noch dran erinnern. Das ist kein schönes Rätsel gewesen, glaube ich. Doch. Doch, das war eigentlich relativ simpel. Man muss wirklich... erstmal hier den ganzen Blödsinn außen fertig machen. Damit der innere Kreis dann nach und nach freigegeben wird. Weil vorher kann man nämlich schon scheuchen. So. Jetzt hat sich natürlich der Einfallswinkel wieder geändert und deswegen ist der Ausfallswinkel anders. So, äußeres Tor offen. Zweites Tor. Tja, jetzt beginnt der Spaß. Denn jetzt wird eben gerade auch irgendwie alles anders durchgeleitet. Wow! Es ging schneller als erhofft. Wow! Geschafft! Okay. Aktion. Damit haben wir unseren Page wieder. Unser kleines geröstetes Schweinchen. Nein, geröstet ist es ja nicht. Lebt er? Komm, sag ja. Der sieht noch voll gesund aus. Sag nichts Falsches, er lebt noch. Spring mal auf den Bauch rum. Der hat bestimmt noch was verschluckt. Oh no! Es kann nicht sein, dass er tot ist. Es darf nicht sein. Ich brauche ihn. Fürs Rätsel um. Ich werde dich holen. Ich bring dich nach Hause. Ja, Leute, wir geraten hier von einer Traurigkeit in die nächste. Das ist echt hart. Für Page. Für Jade. Aber jetzt ist erstmal keine Zeit, um hier sich darüber zu ärgern. Sondern wir müssen uns hier noch einen Weg machen. Wir müssen nämlich noch die anderen Opfer retten. Dafür müssen wir das hier oben noch verschieben. Nur wie ich das verschieben muss, weiß ich eben gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das teste ich dann aus und oh, wir genießen nochmal kurz diese schöne, schaurige Musik und Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Beyond Good and Evil. Ich bin Hello 1986. Bis dann.